Servus miteinander aus der schönen Oberpfalz. Sie hat es wieder getan. Ich war bei Teddy. Und der Teddy hat nicht nur Ostern, sondern auch die Gartensaison eröffnet. Und schaut euch mal das an. Sind denn nicht wunderschön? Das sind die kleinen. Gibt es auch noch in groß? Gibt es in drei verschiedene Ausführungen oder vier? Oh, ich habe ja keinen so einen großen Garten, sondern ich habe ja nur meinen Hof draußen und kam jetzt an dem nicht vorbei, weil ich Elfen so mag, gell? Und dann habe ich mir noch den Schmetterling mitgenommen. Wieder als Schablone. Der liegt nämlich sehr schön gerade auf. Funktioniert einwandfrei mit den Blechdingern. Und man kann es auch draußen hinhängen. Und dann gab es die hier. Schaut euch mal die schönen Boxen an. Toll, oder? Mal aufmachen, Klarsichtfolie, die kann man entnehmen. Die finde ich ja nur noch klasse. Für 4 Euro kann man gar nichts dagegen haben. Und die gingen weg wie die warmen Semmeln. Also, wenn ich an der Kasse angestanden bin, haben 4 Leute diese Boxen drin gehabt. Gibt es auch noch in einem anderen Design, aber die andere kann ich euch nicht zeigen. Die wird nämlich eine Überraschung. Dann ist Ostern natürlich in vollem Gange. Neckische Servietten in allen möglichen Formen und Farben. Ja, und so schaut es aus, wenn ich einen Stickrahmen brauche, gell? Stickrahmen habe ich keinen mehr bekommen. Aber ich habe mir zum Papierfärben noch mal so eine Spülunterlage mitgenommen. Und hier so ein Tischset. Mit in so einem hässlichen Silber. Was aber beim Färben hoffentlich ein schönes Muster ergibt. Und das da. Und das da. Immer für 2 Euro, da ist also der Kick wesentlich billiger. Dann habe ich mir diese Filzmatten mitgenommen, auch zum Papierfärben. Mal gucken, ob das funktioniert. Wenn nicht, dann kann man es immer nur als Deko benutzen, gell? So. Dann ja, die Gartensaison haben es auch eröffnet. Dann habe ich mir das Seil mitgenommen. Das hat 15 Meter. Ich habe nämlich noch ein paar Äste zum Aufhängen. Dann einen Uhu-Alleskleber. Für 2,50. Ja, und dann kann man schon
kommen wir schon zu den kleinen Teilen. Es gab Schablonen. Seht ihr die richtig? Schmetterlinge mit so Streifen drin. Und so Mandala-Ornamente für 55 Cent. Dann habe ich mir mal so Bastelflaschen mitgenommen. Mal gucken, entweder Leim umfüllen oder für das Glitzerzeug. Mag das nämlich nicht, wenn das überall rumfliegt. Dann gab es wieder neue Fläschchen, so bauchige. Finde ich total klasse. Wieder zum Dekorieren und an den Ast hinhängen oder ja, mal gucken, ich habe ja auch noch so größere, schöne Flaschen. Und da wollte ich jetzt mal versuchen, die mit so ganz feiner Wolle zu füllen. Weil wenn ich da Flüssigkeit reinmache, kann ich den nicht mehr aufhängen. Erstens mal versaut man das Öl alles, wenn sie runterkrachen. Und das wird zu schwer. Deswegen möchte ich das mal versuchen mit der Märchenwolle. Dann habe ich mir noch so einen Klebepen mitgenommen. Möchte ich auch mal versuchen. Washi-Tape, 10x5 Meter, in ganz dünn. Ich habe ja leider keinen Stickrahmen mehr bekommen. Mir hat ja einer von meinen Zuschauern hat mir so einen Stickrahmen angeboten. Würde ich gern drauf zurückkommen. Schreib mir doch bitte eine E-Mail. Schwammpinsel für den Finger. Das waren die letzten. Ja, und Edelsteine. Man kann ja nie genug Glitzer haben, gell? Sind denn nicht klasse? Schaut euch das mal an. Bin ganz verliebt. Und der Oberknaller, die hier. Meine Farbe, grün. Mit Schmucksteinfassung. Und deren so irisieren, so ganz leicht türkis. Und das Ganze gab es dann noch in blau. Wunder, wunder, wunderschön. Komme ich nicht dran vorbei. Dann gab es die Quasten noch in grün, in rosa und in blau. Diese Perlen, also jetzt sieht man das, da schaut es aus, als wenn sie so gebrochen wären. So ein ganz tolles Rissmuster. Auch sehr schön. Dann gab es endlich mal Strasssteine zum Kleben. Da
Dann habe ich von denen noch eine neue Farbe entdeckt. Auch sehr schön. Dann nochmal viereckige Steine. Schau, ich weiß nicht, ob ich mir das einbild, aber irgendwie glaube ich, dass die teurer geworden sind. Dann habe ich mir noch eine Mütze mitgenommen für 3 Euro. Und ich habe ja immer so einen chronischen Handschuhmangel für 1 Euro zum Gassi gehen. Sind die perfekt. Ja, und ich bin noch nicht fertig. Nein, ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch gar nicht fertig. Dann bekam mein Hund ein neues Spielzeug. Der wartet schon seit, also ich habe 2 mitgenommen, ein kleines, das hat sie gestern bekommen. Und das quietscht schon wieder nimmer. Und die geben mir jetzt die ganze Zeit schon immer von der Kiste weg mit dem Einkauf. Jetzt haben wir gedacht, ich muss den Hol jetzt endlich machen, dass der ihr Schweinchen kriegt. Sonst legt er ja Ei, irgendwo richtet es. Dann gab es ein Glasperlenset in Pastellfarben. Schön sortiert in einer Box. Das finde ich jetzt total günstig für 2 Euro. Dann habe ich noch ein Washi-Tape gefunden, das mir auch gefällt. Mit Pfeile. Bastelbänder. Da habe ich erst gelesen 6 x 15 Meter, weil ich wieder meine Brille nicht aufgehabt, ne? Aber das sind 6 x 1,5 Meter. Da steht Handmade drauf und Made with Love. Also gefällt mir gut. Dann habe ich mir ein Pinzettenset mitgenommen. Da haben sie die hier. Und die im Dreier-Set für 1 Euro. Und da gibt es 2, 4, 6, 7 Stück für 2 Euro. Habe ich natürlich die 3 wieder zurückgelegt und habe mir die mitgenommen. Pinzetten kann man immer brauchen. Ja, Magnet mit Papier beschichtet. Das wollte ich mal ausprobieren für die Journals, für einen Magnetverschluss, ob man die schneiden kann. Mal testen. Und dann habe ich noch gefunden Monster Sicherheitsnadeln. Kam ich auch nicht dran vorbei, habe mir gedacht, vielleicht für ein Gebamsel hinten an der Journal ran, schaut bestimmt schön aus. Metallic Farben. Sind ganz schön groß, gell? Aber für 1 Euro. Auch zum Monster. Ich gedacht, das geht eigentlich. Dann gab es wieder neue Rahmen. 3 verschiedene, 2 durften mit. Finde ich so klasse. Dann habe ich mir noch ein Schmuckband mitgenommen. Habe ich nicht benutzen können, weil ich für meine Baumperlenarmbänder, weil ich den Hol noch nicht gemacht habe.
Dann habe ich mir die mitgenommen. Die Sticker haben jetzt nicht so der Hit, aber das Kraftpapier finde ich total klasse. Kann man ja weiterverwenden. Dann kam noch mal Schmuckdraht mit in Schwarz und in Kupfer. Dann habe ich noch die Etiketten gefunden. Finde ich auch ganz putzig. Dann gab es bei den reduzierten Sachen diese Karten. Für 10 Cent durften auch mit. Dann habe ich einen Block gefunden, einen mit so, Entschuldigung, mit so Anhänger. Sind schon ausgestanzt. Für 1,50, da ist nichts kaputt. Dann habe ich noch diese Edelsteine gefunden. Schön, gell? Und dann habe ich endlich schwarze Steine gefunden. Leider bloß rund. Hätte ich gern mehr von den schwarzen. Dann habe ich mir die Klammern mitgenommen in Grün. Sind 20 Stück drin. Wir nähern uns dem Ende. Dann habe ich die ganze Wohnung abgesucht, weil ich mir dachte, ich hätte die Rosen schon mal in Weiß und in Blau mitgenommen. Jetzt habe ich sie. Dann haben sie neue Ecken bekommen. Kommen ja an sowas nicht vorbei. Bronzeton. So und so. Und die gleichen nochmal in Silber. Die Klammern habe ich auch noch in Pink. Dann gab es noch doppelseitiges Klebeband. Dann gab es bei den reduzierten Sachen noch diese Haarklammern. Und ich habe das gleich probiert, die kann man gerade biegen. Die kann man also auch als Marker in ein Journal reintun. Glitzern sehr schön, geil. Ja, dann auch bei den reduzierten Sachen. Schaut total klasse aus, oder? Vorne auf ein Journal drauf. Bin total verliebt. Ah ja, die Bronze-Ecken noch in Silber. Dann gab es diese Magnetklemmbretter für meinen Kühlschrank. Kann man auch andere Blöcke dann reintun, ne? Ich habe ja jetzt mittlerweile genug. Und wir sind am Ende. Kriegt mein Hund jetzt sein Schweinchen. Und sie haben also ganz zauberhafte Osterdeko drin.
Ich habe mich beherrscht und habe nichts mitgenommen. Ich wollte eigentlich nur ein Stück Ramen, gell? Ja, dann hoffe ich habe euch nicht gelangweilt. Und ich werde versuchen, mich im Februar von diesem Geschäft fernzuhalten. Und zu werkeln. Material habe ich ja jetzt mal genug. Und ja, einen schönen Sonntag und für euch bis zum nächsten Mal.